sitz oder leg dich entspannt hin und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Konzentriere dich ganz bewusst auf das Ein- und auf das Ausatmen. Spür, wie du ruhiger wirst, sich dein Körper zu entspannen beginnt. Egal, welche Gedanken gerade kommen, was dich alles gerade beschäftigt, erlaub dir, immer wieder ganz bewusst zu deinem Atem zurückzukehren. Wenn du deinen Atem beobachtest, beobachtest du gleichzeitig den Fluss deines Lebens. Fließt er ruhig und gleichmäßig? Fließt er frei? Oder kontrollierst du ihn? Nimmst du mehr, indem du länger einatmest? Oder bist du ständig am Geben, indem dein Ausatmen länger ist? Versuche jetzt noch ruhiger zu werden, den Atem ganz natürlich fließen zu lassen, einfach nur zu beobachten. Denn so wird dein Körper ganz ohne dein Zutun tagtäglich hunderte Male Luft holt, ein- und ausatmet, ohne dass du es kontrollieren musst oder ständig darauf Acht geben musst. Genauso fließt das Leben. Während du merkst, dass du ruhiger wirst, dass dein Körper schwer wird und sich entspannt, gehst du mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzbereich. Du spürst vielleicht, wie sich deine Brust hebt und senkt. Vielleicht spürst du auch deinen Herzschlag. Denn auch dein Herz arbeitet ohne dein Zutun. Vielleicht macht es sich manchmal bemerkbar, wenn du unruhig bist, wenn du gestresst bist. Wenn du dir selbst zu viel auferlegst. Doch hab Vertrauen,
Es schlägt unermüdlich in seinem Rhythmus, in deinem Leben. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände auf dein Herz legen und einfach einmal Danke sagen. Danke, dass du atmen kannst. Danke, dass dein Herz schlägt, dass du lebst, dass du jeden Tag aufs Neue aufwachst und die Möglichkeit hast, diesen Tag zum Besten deines Lebens zu machen. Denn ganz gleichgültig, ob du gerade deine Arbeit verloren hast, dich von deinem Partner trennst oder er sich getrennt hat oder sonstige widrigen Umstände in deinem Leben vorherrschen, dein Herz schlägt trotzdem, auch ohne dein Zutun, ohne deine Kontrolle. Und so richte deinen Fokus wieder auf das Leben. Auf dich und auf deine Bedürfnisse. Und in deiner Vorstellung gehst du mit deiner Aufmerksamkeit nun direkt zu deinem Herzen und stellst dir vor, diesen Raum zu betreten. Den Raum in deinem Herzen wahrzunehmen. Wenn du das erste Mal hier bist, kommst du vielleicht gar nicht wirklich bei der Tür hinein, weil dieser Raum so überfüllt ist von Emotionen, von Wünschen, von Hoffnungen und alten Verletzungen. Jeder Liebeskummer, jede Verletzung, jedes Gefühl, nicht geliebt zu werden, nicht gewollt zu sein, ist oft wie ein Stich oder ein Schnitt im Herzen. Und all diese Verletzungen, diese Emotionen sind in deinem Raum gespeichert. Wenn du bereit bist, betritt nun diesen Raum und beginne auszuräumen. Stell dir vor, du hast einen großen Container vor diesem Raum stehen
Wenn du keine Fenster darin hast, erschaffe sie. Wenn der Raum dunkel ist, suche den Lichtschalter. Du bist der Schöpfer deines Herzens. Dann schau dir all die Dinge, vielleicht sind es Bilder, vielleicht sind es Kisten oder Ordner, vielleicht sind es Personen, die sich in deinem Raum befinden, die du nun bereit bist loszulassen. Alles, was dich gekränkt hat, was dich verletzt hat, du hast nun die Wahl, es weiterhin zu behalten oder es loszulassen. Denn mach dir bewusst, du verletzt dich tagtäglich damit selbst. Du trägst diese Last mit dir herum. Der andere, der vielleicht verletzende Worte ausgesprochen hat, eine verletzende Handlung getätigt hat, weiß vermutlich gar nicht mal, wie sehr er dich damit getroffen hat. Du machst dir dein Herz mit dem Festhalten selbst schwer, also erlaube dir nun, loszulassen. Du hast vorher deinen Herzschlag gespürt. Hast deinem Herzen gedankt, dass es tagtäglich für dich schlägt und arbeitet? Nun kannst du etwas zurückgeben, indem du den emotionalen Ballast und verletzende Emotionen bereit bist loszulassen. Und diesen Raum nun Stück für Stück beginnst aufzuräumen, auszumisten, zu klären und zu reinigen. Vielleicht kommen dir auch noch manche Situationen oder Personen unter, wo du merkst, es ist nun an der Zeit, zu verzeihen. Nicht um ihretwillen. Du verzeihst dir selbst. Du bist bereit zu vergeben, um endlich frei zu werden. Denn solange du nicht vergeben kannst, steckt dieser Stachel oder die Wunde tief in deinem Herzen. Und vielleicht spürst du und siehst du, wie dein Raum leerer wird, wie die Gerümpelkammer plötzlich hell wird . Vielleicht entdeckst du liebevolle Emotionen. Findest jetzt unter all dem Schmerz, unter all den Verletzungen, Erinnerungen, die dich berühren, die dich zum Lachen gebracht haben, die dein Herz übergehen ließen vor lauter Liebe und Dankbarkeit.
Diese Erinnerungen sind wie Lichtkugeln, die in diesem Raum vorhanden sind, drunter all dem anderen Müll, teilweise so vergraben waren, dass du dir ihrer nicht mehr bewusst gewesen bist. Du kannst jetzt ganz bewusst wieder auf die vorderen Plätze holen, dass jedes Mal, wenn du diesen Raum betrittst, jedes Licht, die Liebe und die Freude von all den schönen Erinnerungen entgegenstrahlt. Und wenn du deinen Raum geklärt und gereinigt hast, entdeckst du ganz hinten eine kleine Tür, einen Durchgang, beleuchtet von vielen schönen Erinnerungen. Und wie ein Kind vor Weihnachten spürst du nun, dass hinter dieser Tür etwas auf dich wartet. Und wenn du bereit bist, dann kannst du hindurchgehen. Du stehst nun im Raum der Wünsche. Alles, was du dir jemals gewünscht hast, was du dir erhofft hast, was du dir erträumt hast, befindet sich in diesem Raum. Vielleicht siehst du Bilder, vielleicht fühlt es sich an, als wäre jeder Wunsch in einer Kugel, die sich hoch die Wände stapeln. Und hier, in diesem Raum, hast du die Verbindung direkt zu deinem Ursprung, zu deiner Quelle, zum Göttlichen, zu deinem Licht, zu deinem Sein. Und vor dir erscheinen nun drei Kugeln, die du mit deinen Herzenswünschen füllen kannst. Was wünschst du dir aus ganzem und reinem Herzen? Was erfüllt dein Herz? Was lässt dich frei atmen? Und bevor du den Wunsch in die Kugel füllst, mach dir bewusst, ob du schon bereit bist, diesen Wunsch, dieses Geschenk auch wirklich anzunehmen. Egal, ob es ein neuer Partner, eine neue Arbeit, Erfüllung, Anerkennung oder Liebe ist. Bist du bereit, all das, was du dir wünschst, offenen Herzens in dein Leben zu lassen?
wenn du deine Wünsche in die Kugeln gelegt hast, beobachte sie, wie sie aufsteigen. Und nun dem Licht entgegengehen. Viele Wünsche, die du in deinem Leben getätigt hast, wurden nie abgeschickt. Doch diese drei hast du nun ganz bewusst dem Universum übergeben. Spür die Dankbarkeit, die Liebe zu dem großen Schöpfer, zu dem Kosmos. Der dich umhüllt, der dich geborgen hält. Denn du bist ein Teil des großen Ganzen. Und das Leben möchte dir jeden Tag aufs Neue als Geschenk begegnen, wenn du bereit bist, es anzunehmen. Und so bedanke dich, wenn du möchtest, nochmal bei deinem Herzen, bei deinem Körper, dass er dir ein Gefährt ist in diesem Leben, deine Seele, dein Licht hier beherbergt und dieses Leben bestmöglichst auszukosten und erfahren zu können. Erinnere dich an den Raum der Wünsche. Du kannst jederzeit hierher zurückkommen. Spür langsam wieder deinen Herzschlag. Vielleicht merkst du, dass er sich verändert hat, nachdem du die Emotionen, die dich verletzt haben, gelöst hast und der Raum freier ist. Vielleicht schlägt auch dein Herz jetzt freier. Spür deine Atmung. Die gleichmäßig fließt. Und sag dir selbst aus ganzem Herzen Danke. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du diese Welt mit deinem Licht bereicherst. Danke, dass du lebst.
kommst du langsam für dich in deinem Tempo wieder in das Hier und Jetzt zurück. Spürst deinen Körper, bewegst dich ein bisschen, wenn du möchtest, und öffnest ihn langsam für dich in deinem Tempo die Augen. Um erneut Ja zum Leben zu sagen.